Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von CineTrend TV, unserem 14-tägigen Kinomagazin. Ich bin Frank Schmidtke und stelle euch die wichtigsten Neustarts vom 13. und 20. November vor. Unter anderem die Spieleverfilmung Max Payne und die romantische Komödie Zufällig verheiratet. Als DVD-Tipp präsentieren wir Ben X, aber wir starten mit Ridley Scotts neuem Thriller Der Mann, der niemals lebte. Der CIA-Agent Roger Ferris hat schon etliches mitgemacht, als ihn sein Boss Ed Hoffman nach Jordanien schickt. Tagesablauf. Wagen stoppen, schießen, keine Gefangenen, alle sterben. So wie jeden Tag. Genau. Ferris soll sich dort in ein Terrornetzwerk einschleusen. Wir zoomen ran. Hallo, mein kleiner Freund. Legen Sie auf. Sind Sie das? Ja. Sie erregen Aufmerksamkeit. Ich mach das jetzt auf meine Art. Verdammt, wie soll ich einen Auftrag erledigen, wenn Sie nebenbei noch eine Operation durchziehen? Ups. Doch es kommt zu lebensgefährlichen Komplikationen und Ferris zweifelt zunehmend an der Zuverlässigkeit seines Vorgesetzten. Der Agent wendet sich hilfesuchend an den jordanischen Geheimdienst Lahani, von dem er allerdings auch nicht weiß, ob ihm zu trauen ist. Das Thema ist nicht neu, doch Altmeister Ridley Scott hat mit Der Mann, der niemals lebte, einen überzeugenden, modernen Agentenfilm abgeliefert. Seine Hauptdarsteller Russell Crowe und Leonardo DiCaprio sind in Bestform. Kurzweilige 2 Stunden sind garantiert. Kann es sein, dass Sie auf beiden Seiten spielen? Ich habe getan, was nötig war. Kommen Sie zur Sache. Ich steig aus. Sie wissen, was das heißt, wenn Sie mich hängen lassen. Was heißt das denn? Die Welt ist gefährlich, mein Freund. In Zufällig verheiratet scheint Radiomoderatorin Dr. Emma Lloyd den Erfolg auf ganzer Linie abonniert zu haben. Ihre Beratungssendung läuft erfolgreich, sie hat einen Buchvertrag in der Tasche und sie will ihren Freund Richard heiraten. Doch dabei erlebt die schüchterne Emma eine Überraschung. Sie ist bereits verheiratet und zwar mit dem Feuerwehrmann Patrick. Bin was? Bereits verheiratet. Wie kriegen wir das hin? Der Unbekannte stellt sich als genaues Gegenteil ihres Verlobten heraus. So ganz zufällig ist Patrick allerdings nicht zu ihrem Ehemann geworden. Weil ihm seine Braut aufgrund von Emmas Rat sitzen gelassen hat, hat er sich den Scherz erlaubt, das Heiratsregister zu manipulieren. Welcher Mann mit Verstand heiratet so eine Frau? Oh nein. Eine kleine Rache hast du dir wohl verdient. Ich bin verheiratet. Und die romantische Komödie wäre keine, wenn sich die zufällig Verheirateten nicht doch lieben lernen würden, oder? Haben Sie sich kennengelernt? Haben Sie schon mal von Schlammkätzchen gehört? Hör auf! Zufällig verheiratet ist eher romantisch als lustig geworden. Doch die Darsteller erwecken die etwas absehbare Geschichte zum Leben. Jetzt verlassen Sie bitte den Fahrstuhl. Ich fordere Sie auf, Ihre Tätigkeit unverzüglich zu unterlassen. Auch unser Überblick startet komödiantisch. In Baby Mama versucht die 37-jährige Managerin Kate mit allen Mitteln ein Kind zu bekommen, doch nichts funktioniert. Also bleibt ihr nur die Möglichkeit, eine Leihmutter zu suchen. Die ist schnell gefunden, steht dann aber obdachlos vor der Tür und sorgt bei Kate für allerlei Chaos. Sie haben die Babysicherungen ja echt früh einbauen lassen. Aber keine Sorge, wir sollten für niemanden ein Problem sein, der älter als 7 ist. Sehr gut. Ja! Baby Mama bleibt vor allem dank der beiden Hauptdarstellerinnen auf der Gewinnerstraße. Mit deiner Toilette stimmt was nicht. In dem Jugendfilm Der Brief für den König muss Schildknappe Thury, um Ritter zu werden, eine Nacht lang eine Kirche bewachen. Doch dann stürzt der schwer verletzte Ritter Ed Wienem hilfesuchend in die Kirche. Er vertraut dem Knappen eine geheime Mission an. Ein wichtiger Brief muss dringend an den König von Unauwen gebracht werden. Kurz entschlossen lässt Thury seine Ritterprüfung sausen und bricht zu einer langen, gefahrvollen Reise auf. Die Reiter suchen jemanden und du hast etwas zu verbergen, mein Sohn. Der Brief für den König ist die gelungene Verfilmung des Jugendbuchklassikers von Tonke Drack. Ich bin kein Verräter. Gut und Böse sind einander Feind, aber manchmal liegen sie sehr nah beieinander. Palermo Shooting heißt der neue Wim Wenders-Film. Campino von den Toten Hosen spielt den Starfotografen Finn, der sich rastlos durch sein Leben im Jetset bewegt, bis er bei einem Autounfall beinahe stirbt. Höchste Zeit auszusteigen. Man muss einfach alles tun, als sei es zum letzten Mal. Alles tot ernst nehmen, nur sich selber nicht. In Palermo begegnet Finn der attraktiven Flavia, doch auch der mysteriöse Frank taucht auf. Wie heißt du? Flavia. Der romantische Thriller war für die Goldene Palme in Cannes nominiert. Bist du an Dinge, die du nicht sehen kannst? Eigentlich glaube ich nur an Dinge, die ich nicht sehen kann. Wie merkt man, dass man tot ist, wenn man nicht mehr träumt? Im Winter ein Jahr zeigt das Bild der zerrütteten Familie Richter. Um den Tod des Sohnes zu kompensieren, gibt Mutter Eliane ein Porträt ihrer beiden erwachsenen Kinder in Auftrag.
Tochter Lilly hält von der Idee überhaupt nichts. Soll sie dem Maler Max doch auch noch Modell stehen? Hallo. Hallo, Lilly. Warum machen die eigentlich Skizzen von mir, wenn sie mich eh schon fotografiert haben? Das eine ist, was die Kamera mir sagt, wie sie ausschauen. Und das andere, was meine Augen mir sagen, was meine Hände beschreiben wollen. Soll ich mich ausziehen? Muss nicht sein. Aber unverhofft findet sie mit dem Maler eine Möglichkeit, den Verlust des Bruders zu verarbeiten. Haben Sie keine Angst vorm Alleinsein? Vor Leuten habe ich mehr Angst. Im Winter ein Jahr ist das fulminante Comeback der Regisseurin Caroline Link. Sehenswertes, anspruchsvolles und großartig gespieltes Kino. Ich will meinen Bruder wieder haben. Sie sind stark und entschlossen. Klar kann ich stark sein, aber vielleicht haben Sie ja mal irgendjemanden dafür interessiert, wie es mir damit geht. In dem Schocker The Strangers wird das Pärchen Kristen und James von Fremden terrorisiert. Im Stil von Motel und Funny Games dringen bedrohliche Gestalten in die heimischen vier Wände ein und verbreiten Angst und Schrecken. The Strangers ist gelungene Horrorkost, die ohne Splatter auskommt und über weite Strecken mit Hochspannung punkten kann. Die Videospielverfilmung Max Payne kommt ziemlich düster daher. Der Cop Max Payne streift durch die finstersten Winkel New Yorks. Seit seine Familie und sein Partner getötet wurden und er der Hauptverdächtige ist, lebt Max im Untergrund und geht in bester Bestrafermanier auf Verbrecherjagd. Bist du ein Cop oder was? Heute nicht. Max ermittelt im Drogenmilieu und stößt immer wieder auf die Designerdroge Valkyr und ihre verheerenden Wirkungen. Der Cop verfolgt die Spur der Droge bis zu deren geheimen militärischen Ursprung. Ihm zur Seite steht dabei Mona Sex, die den Tod ihrer Schwester rächen will. Sie kommen. Was haben wir da gerade gesehen? Max Payne wird der Spielevorlage insofern gerecht, als dass es auf der Leinwand sehr finster und brutal zugeht. Dennoch sollten Fans des Spieleklassikers nicht zu viel erwarten. In Amerika rief John Moores Leinwandadaption bei den Fans ein sehr geteiltes Echo hervor. Ich helfe dir bei allem anderen, aber nicht da reinzugehen. In unserem DVD-Tipp geht es heute auch um Computerspiele. Ben X ist das mehrfach preisgekrönte Spielfilmdebüt des belgischen Journalisten Nick Balthasar, der seinen Roman kurzerhand selbst verfilmte. Der jugendliche Ben ist ein Außenseiter, dessen Schulalltag irgendwo zwischen Isolation und Mobbing pendelt. Wirklich lebendig ist Ben nur, wenn er sich in den Online-Welten von Arklord als mächtiger Ritter Ben X präsentiert. Mit seiner virtuellen Gefährtin Scarlett besteht er fantastische Herausforderungen. Gerade als die Dinge im richtigen Leben für Ben extrem schlecht laufen und er sich zu einer drastischen Reaktion durchringt, will Scarlett ihren virtuellen Gefährten wirklich treffen. Es geht um Ausgrenzung und Mobbing und die resultierende Flucht in eine virtuelle Realität. Wenn du dich rächen willst, dann räche dich. Das Spiel Arklord existiert übrigens wirklich und dem Regisseur und Autor wurde für Ben X die Lizenz erteilt, Sequenzen zu benutzen. Weißt du, was die Leute sagen, Ben? Jedes Ende ist ein Anfang. Sich etwas trauen ist alles. Und das war's auch schon wieder. Im Netz findet ihr uns und das Podcast-Archiv unter cinetrend.de. In 14 Tagen schauen wir uns den Adrenalinkick Death Race mit Jason Statham an und den Animationsspaß Madagaskar 2. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß im Kino.